Hallo zusammen, heute geht's um diesen Katalog und zwar um diese Seite hier. Solarset Notstrom. Das verlinke ich euch unten drin, den ganzen Katalog. Und zwar habe ich ein Video gemacht, das ist mittlerweile eines der besten Videos von den Aufrufzahlen her, letzten Monat. Wie kann ich die Ölheizung betreiben mit dieser Batteriebox? Das verlinke ich euch natürlich am Schluss. Was geht, wenn wir keinen Strom mehr haben? Kurzer Stromausfall. Ich denke persönlich nicht, dass wir einen Blackout kriegen. Aber ich rechne damit, dass wir mal ein paar Stunden keinen Strom haben und dann die Zeit zu überbrücken für das Notstromversorgung. Eben, ich kann hier dran die Ölheizung betreiben, ich kann hier über den 230 Volt irgendwas sonst betreiben, ich kann 12 Volt hier rausziehen. Und was ja immer mehr verbreitet ist, zum Beispiel das Handyladen oder Licht ist ja vielleicht ein Thema nachts. Besorgt euch eine Nachttischlampe, eine Näselampe. Die haben heute zum Beispiel solche USB-Anschlüsse. Ich habe hier ein Verlängerungskabel, liegt bei mir rum. Und das kann ich dann hier einstecken. Und kann dann zum Beispiel hier so ein einfaches Leselicht, das habe ich gebaut für, ist relativ schwach. Die Frage ist, wie viel Licht braucht ihr? Muss der Nachbar sehen, dass ihr Licht habt, dann kommt er sicher vorbei, spätestens wenn er Hunger hat. Das ist zu einem Verbrauchen. Nur, das Ding zu laden, das muss ich ja dann auch irgendwann wieder mal so zwischendrin. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das einfachste ist, ich habe ein Ladegerät. Das ist auch in diesem Katalog drin aufgeführt. Mit diesem Stecker, den stecke ich hier auf der Seite ein. Und der Rest geht auf 220 Volt. Und so kann ich innerhalb von 5 Stunden diese Batterie, die hier drin ist, wieder aufladen. Jetzt, wenn natürlich der Strom auch länger wegbleibt und ihr habt das 220 Volt kommt nicht, ihr könnt die Batterie nicht laden, dann gibt es die Möglichkeit mit diesem Überbrückungskabel, das ist eigentlich gebaut zum Autos zu starten. Ihr könnt den Stecker hier einstecken, vorher besser ausschalten, den Stecker einstecken, das ist relativ heftig und ihr könnt mit eurem Fahrzeug, wenn ihr ein älteres Fahrzeug habt und kein Elektrofahrzeug, die Batterie laden. Ich habe dazu ein Video gemacht, das verlinke ich euch natürlich in der Endcard. Also von dem her, das ist die Möglichkeit, man kann es auch brauchen zum Fahrzeug starten oder eben zum auch die Batterie zu laden. Das nächste ist, da gehen wir dann bereits in den Bereich Guerillastromversorgung. Da mache ich ein separates Video, aber das ist schon mal die Grundlage dazu. Wenn ihr den Katalog, hier ist unten verlinkt, geöffnet haben, seht ihr hier, ich brauche die Batteriebox und ich brauche Solarpanels und ich brauche den Regler. Diesen Solarregler gibt es mit diesem Stecker relativ einfach. Ich kann den hier einstecken. Ich habe eine Sicherung drin, falls irgendwas passiert, eine Maus frisst das durch, wird eingeklemmt. Und dann habe ich ein 5 Meter langes Kabel mit diesem MPC-4 Stecker. Und dann habe ich zwei Solarpanels. Hier gehe ich mit dem einen Kabel hier schwarz auf schwarz und mit dem roten gehe ich aufs nächste Panel und dann aufs rote wieder zurück auf den Regler. Und ihr könnt mit diesem Set diese Batterie im Schnitt innerhalb von 4 Stunden
Sonne wieder aufladen. Wenn es bedeckt ist, geht es länger, aber da komme ich dazu in einem anderen Video, das verlinke ich euch auch. Ja, was soll ich jetzt hier 2000 Franken ausgeben für mal Stromausfall? Da lege ich mir doch eine günstige Batterie zu und habe dann das gleiche auch. Das erkläre ich euch in diesem Video, Guerillastrom. Und hier in diesem Video, das beste Video, wie ich die Ölheizung betreibe. Und hier, wie besorge ich Strom im Blackout, also bei längeren Stromausfall, was ich nicht denke, dass es kommt. Aber so ein Tag Stromausfall kann schon sein. Mit diesem fetten Kabel. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.